Willkommen zurück zu SteamWorld Dig 2. Wir graben immer tiefer in der Mine weiter. Haben jetzt ein ganz schönes Stück wieder hier geschafft. Haben aber auch überall noch Rohstoffe liegen lassen. Wir hätten uns vielleicht jetzt schon wieder was kaufen können, was Neues, aber... Na komm, hüpf! Ich glaube, als nächstes würde ich die Spitzhacke nochmal verbessern, damit wir nicht so oft hämmern müssen. Wie löst man das denn am besten hier? Das ging aber gleich ein ganz schönes Stück nach unten. Ich glaube, wir haben auch was verloren an Metall, oder? Oder Rohstoffen. Ach, scheiße, das war dumm. Ich habe ja kein Wasser mehr. Na komm, was soll's, dann gucken wir hier. Wenn ich das kaputt mache, dann fliegt doch der Felsen da oben hoch runter. Scheiße. Jetzt. Oh. Verdammt, verdammt, ab nach oben, zack, zack, zack. Brauchen eh schon gleich wieder neues Licht. Hä? Hey, scheiße. $500, was können wir uns denn dafür leisten? Die bessere Picke oder... Ah, ich glaube, ich nehme erstmal die verbesserte Picke, um ihre Effizienz beim Graben zu erhöhen. Schaltet drehtimutsfrei Kopfgeldjäger. Sorgfältig mit Hilfe eines traditionellen japanischen Systems bemessen, der Griff scheint unter Strom zu stehen.
Du erhältst einen Geldbetrag für Gegner, die mit der Pike ausgeschaltet werden. Ein paar machen es für Geld, andere für dich, ja. Da sollten wir nochmal in Rädchen investieren, weil das wäre natürlich nice. Wir töten ja oft Gegner. Hab den Burschen ja nie getroffen, der deine Stadt gerettet hat. Hatte wirklich da keine dringlichen Geschäfte dort, als das alles passierte. Wie war sein Name gleich? Krusty? Nein, Rusty, so hieß der doch richtig. Rusty. Ah, genau so. Wie ich es verstanden habe, hat er ein gigantisches Monster dort in der Mine ausgeschaltet. Und dann ist er einfach so verschwunden. Viel Glück bei der Suche, kleiner Dot. Ich hoffe, du findest ihn in einem Stück. Schätze, du bist hier wegen meinen Verbesserungsrädchen? Also, wie wäre es? Du bekommst ein funkelndes neues Verbesserungsrädchen für nur $100. Hat das jetzt schon gereicht oder brauchten wir noch eins? Sehr gut. Hä? Achso, wir müssen erst zur Werkbank, alles klar. Da bin ich ja mal gespannt, wie viel das gibt. Wahrscheinlich auch unterschiedlich je nach Gegnerart, könnte ich mir auch gut vorstellen. Achso, falsche Taste. Ich hätte schneller handeln müssen. Kacke. Aber jetzt müssten wir da rankommen. Das war auch nicht so klug. Das war auch nicht so klug. Obwohl. Na ja, immerhin. $7. Arm oder nicht arm? Und wir müssten auch bald ein Level abkriegen. Thank you.
Stufenaufstieg, yeah. Momentan kriegen wir echt einen Haufen Rohstoffe hier, ey. Oder Erze. Nicht genügend Platz, verdammt. Da bin ich mal gespannt, was wir uns jetzt hier Feines kaufen können. Passt $600. Mal gucken. Also, tut mir leid, dich wieder zu stören. Schon wieder. Aber ich glaube, gerade eine Lieferung neuer Tablet bekommen, damit kannst du deine Werkzeuge noch weiter verbessern. Dachte nur, du solltest das wissen. Was möchtest du tun? Ohne neue Rüstung könnten wir uns auch leisten. Was macht denn momentan Sinn? Die Bomben weiter ballern? Regierte Stahlpicke, verfügbar für 53, verbessere die Picke, um ihre Effizienz beim Graben zu erhöhen, schalte Drehtimots frei, Connor Rückstoß. Die eigens entwickelte Aktivkohlebehandlung gibt deinem Schwung die richtige Balance. Stößt Gegner bei einem Treffer weiter zurück, er bräuchte das unbedingt. Fügt deiner tollen Picke Feuerreichweite und Effizienz hinzu. Könnte auch andere Anwendungen haben. Angebracht. Es ist heiß hier drin, oder bin ich das? Okay. Gut. Müssen wir erstmal wieder ein bisschen sparen. Und wir gehen in der nächsten Folge wieder runter, Spitze. Bedanke mich. Bis denn.